Liebe Zuschauer, Rheinmetall ab heute im DAX vertreten, hat ab heute FMC ersetzt. Und bei mir ist jetzt zu diesem Anlass Armin Pappberger, der CEO von Rheinmetall. Herr Pappberger, reden wir noch mal über die Zahlen, vor kurzem auch den Ausblick. Wie wollen Sie Margensteigerung in nächster Zeit erreichen? Was sind Ihre Pläne? Ja, ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt das Wachstum ist. Wir werden im Sicherheitsbereich in den nächsten Jahren sehr stark wachsen. Wir haben ein hohes Auftragspolster. Und wir haben ja analysiert, dass bis zum Jahr 2025 wohl unser Umsatz verdoppelt werden kann. Damit werden wir auch die Marge nach oben bringen. Es gibt ja auch die Diskussion um engere internationale Kooperationen im Rüstungsgeschäft. Wie stehen Sie dazu? Sehen Sie da Chancen? Ja, wir sind ganz offen. Wir kooperieren gerne. Wir sind auch im M&A-Geschäft im Augenblick unterwegs. Und wie Sie wissen, kaufen wir ja gerade Exbal, ein großes Investment von 1,2 Milliarden, wo Deutschland in Spanien investiert und wir damit auch spanische Arbeitsplätze sichern. Man denkt jetzt natürlich vor allem an Rüstung. Das Thema wird ja auch immer wichtiger. Was hat das für Konsequenzen für die Autozulieferersparte? Wir sind ein Technologiehaus. Wir investieren in den Bereich Auto, wir investieren in den Bereich Housewarming, also Klimatechnik, grüne Technologien, die wir haben. Wir investieren in die Wasserstofftechnik, aber unser Haupttreiber wird sicherlich der Bereich Sicherheit sein. Im Sicherheitsbereich erwarten wir im Jahr 2025 etwa 80% oder 80% plus unseres Umsatzes und natürlich auch unseres Ergebnisses. Und bei der Autozulieferersparte ist auch sowas wie eine Abspaltung denkbar? Ja, wir haben im Augenblick den Kolbenbereich, den wir verkaufen. Da sind wir dabei. Es gibt keine Entscheidungen über weitere Abspaltungen. Aber wir haben noch ein großes Gussgeschäft, das wir haben. Man muss sagen, das ist sicherlich nicht im Augenblick unser Kernbusiness. Seit heute jetzt im DAX vertreten. Welche Impulse erwarten Sie sich dadurch für die Aktie? Ja, erstmal bin ich dankbar, dass wir in den DAX gekommen sind und ich freue mich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über viele, viele Jahre dafür gekämpft haben. Ich glaube, da ist noch Potenzial da, aber ich mache natürlich nicht den Kurs. Den Kurs machen die Investoren. Was wir machen können als Vorstand ist, dass wir die Performance bringen. Und ich glaube, wir werden die nächsten Jahre Quartal für Quartal unsere Performance bringen und somit auch die Aktionäre überzeugen, dass wir eine Aktie haben, die interessant für sie ist. Vielleicht unterhalten wir uns dann das eine oder andere Mal dann auch noch darüber für den Moment. Vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne, ich bedanke mich. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf Rheinmetall heute am Tag der DAX-Aufnahme.